Ja. Ich. Weißt du, diese Pension, in der ich gerade bin, die geht halt auf Dauer auch ganz schön ins Geld. Das. Also, auch auf die Gefahr hin, dass du wieder sagst, nee, aber. Ich würde mich echt freuen, wenn du so lange bei uns pennst. Wir haben zwar kein Gästezimmer und das Sofa ist kein Bett, aber es ist bequem. Da hat noch keiner gemeckert. Ich mach dir auch Frühstück. Okay. Ich finde, du übertreibst. Worum geht's hier? Dass du alles an dich reißt. Aber es ist Emilios Bar und er muss seine eigenen Erfahrungen machen. Und wenn er damit auf die Nase fällt, dann ist das sein Problem. Emilio, wie oft denn noch? Meine Eltern haben fast das gleiche Teil. Hier kommt das Schnittmesser rein und oben... Nein, genau andersrum. Nein, ich weiß, wie es... Was ist das? Pass auf. Chefkoch. Tja, es kann nur einen geben. Rebecca hat mir den Kopf gewaschen. Die Speisekarte zu entwerfen, Lieferkontakte herzustellen, einen Gefrierschrank zu bestellen, das war wohl etwas übertrieben. Moment mal, du hast einen Gefrierschrank bestellt? Ja, 240 Liter, Energiespareffizienzklasse A+, 5 Fächer, Crushed Eis. Ich hab ihn storniert. Ich werde, und das verspreche ich, nur noch helfen, wenn ich darum gebeten werde. Gut, alles klar. Ricardo, weißt du zufällig, wie man die Küchenmaschine zusammenbaut? Also, ich weiß zwar, wie es geht, aber du kannst Emilio gerne helfen. Nur, wenn wir zusammen danach was trinken. Ist gebombt. Gut, dann lass mal einfach gleich. Ich denke, das Teil muss da oben rein. Sag ich doch! Echt schon wieder Pizza? Können wir nicht mal was kochen? Hast du in letzter Zeit mal in den Kühlschrank geschaut? Ich kann ja noch schnell was einkaufen gehen. Hallo. Hey. Hey. Sag mal, kannst du Gedanken lesen? Ich schätze, ich wollte eher auf Bella einen guten Eindruck machen. Das bin ich. Hi. Dana, hallo. Hallo. Hi, Daniel. Ich habe Bella angeboten, dass sie ein paar Nächte bei uns auf dem Sofa pennen kann. Natürlich nur, wenn ihr nichts dagegen habt. Wenn es dann öfter mal so ordentliches zu essen gibt, dann herzlich willkommen. Super. Weibliche Unterstützung können wir gebrauchen. Na dann. Brauchst du noch Verstärkung beim Kochen? Klar. Komm. Woher kennt ihr beide euch denn? Olli hat noch nie was von dir erzählt. Ja, wir haben uns auch ewig nicht getroffen. Ja. Ich war doch mal auf Ibiza, da haben wir uns kennengelernt. Genau, in diesem Club. Ihr beide seht nicht so aus, als würdet ihr auf dieselben Club stehen. Tun wir auch nicht. Bella ist ganz schnell wieder abgehauen und dann haben wir uns später am Strand wieder getroffen. Das ist eine sehr spannende Geschichte, aber ich habe auch echt Hunger. Ja, also jedenfalls sind wir uns vorhin zufällig in der Altstadt über den Weg gelaufen. Jetzt ist sie hier. Das ist ja wirklich ein Zufall. Total. Was soll das? Was soll was? Es ist ja eine Sache, wenn du dich mit einer anderen vergnügst. Aber musst du ihr deshalb gleich meine Rolle geben? Lass deine Wut an mir. Das kann ich völlig verstehen. Aber die ganze Show zu kippen, muss das wirklich sein? Du denkst, ich habe Desiree die Rolle gegeben, damit ich dir eins auswischen kann? Warum denn sonst? Marlene, es geht hier nicht um persönliche Dinge. Es geht ums Geschäft. Und Desiree ist nun mal in jeder Hinsicht die bessere Besetzung. Ich habe bislang dir den Vorzug gegeben, weil... Naja, lassen wir das. Aber die Zeiten sind vorbei. Das ist nicht dein Ernst. Sehe ich so aus, als würde ich Witze machen? Tristan, das bist nicht du. Marlene. Deine Musical-Karriere ist hiermit beendet. Thank you.
Also der Kühlschrank läuft. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch die Getränke. Ich hab Bock auf ein Bier. Ich auch. Ja, ich mach's. Hab ich dir schon mal gesagt, wie sehr ich dich liebe? Nee, so schnell kommst du mir nicht davon. Sag's noch mal. Ich hab Bock auf ein Bier. Oh, Scheiße, komm her. Bis später. Ciao. 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 Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, welche Speisen ich hier anbieten könnte. Das ist dabei rausgekommen und ich wollte deine Meinung wissen. Also, ich werde hier öfter zum Essen vorbeikommen. Um ehrlich zu sein, habe ich gehofft, dass du nicht nur zum Essen vorbeikommst. Weißt du, hier ist noch einiges zu tun und Kim und ich haben durch Schule und Catering bei RTL viel noch parallel zu tun. Und fragst du mich gerade, ob ich dir helfen kann? Ja, also wenn sich zeitlich für dich einrichten lässt, würde ich mich sehr freuen. Kein Problem. Seitdem ich nicht mehr im Krankenhaus arbeite, weiß ich manchmal gar nicht, was ich mit meiner ganzen Zeit anfangen soll. Hilfe! Hilfe! Mein Papa! Also, ehrlich gesagt, das ist ja gar nicht so übel, ne? Mhm. Du darfst ruhig öfters Leute einladen, vor denen du einen guten Eindruck machen willst. Ja, im Gegensatz zu den Sachen, die Olli manchmal kocht. Was war das letztens? Nudeln mit Ananas und Sauerkraut? Mhm. Stimmt, und da hat der Andi noch so Blähung. Ja. Das war speziell. Also, ich fand's lecker. Es ist auch total lecker. Aber man muss Cola dazu trinken. Genau. Scheint ja so, als hätte er endlich jemanden gefunden, der seine perverse Ader teilt. Hast du eine Ahnung, was er meint? Nee. Thomas. Ich fange mal an zu spielen. Ich helf dir. Danke. Aber auch danke, dass du vorhin nichts gesagt hast. Ich hätte einfach überhaupt keinen Bock gehabt auf diese ganzen Fragen. Klar. Wir warten jetzt einfach ab, okay? Okay. Kann ich noch was helfen? Nee, wir kommen hier schon klar, danke. Papa, er atmet nicht mehr. Was ist passiert, hä? Er ist umgekippt. Verdammt, könnte ein Herzinfarkt sein, Ricardo? Hey, Ricardo, mach irgendwas! Ricardo, worauf wartest du? Beeilen Sie sich! Ricardo! Ricardo, verdammt, was ist los mit dir?